Hallo, das ist Florian Rackl und wir werden heute uns einen Schlägertest anschauen, und zwar einen speziellen, zwar unseren Mit-Handicap-Schlägertest. Dafür habe ich heute einen Kollegen mitgebracht, einen Schüler von mir, das ist der Blitzi. Das ist der Robert, auch genannt eben Blitzi, und er wird für uns öfter diese Schlägertests machen. Blitzi, wie lange spielst du Golf? Circa? 4, 5 Jahre ungefähr. Okay. Handicap? 11, 7. Okay. Also wir sehen, wir haben ja dann schon einen besseren Golfer, der für uns diese Schläger insofern testen wird auf Fehlerverzeihbarkeit. Er wird immer sein Gefühl auch dabei uns sagen, was er dabei empfindet bei diesen Schlägern. Wir haben jetzt heute drei Schläger, die wir uns genau anschauen werden, oder der Blitzi. Und zwar ist das Cobra F6, TaylorMade M2 und das neue Callaway Steelhead XL. Wir werden mit jedem ein paar Schläge machen, drei circa, und dann werden wir uns diese Durchschnittswerte anschauen und der Blitzi wird uns ein bisschen was erzählen darüber, mit welchen Schlägen er sich einfach am wohlsten fühlt. Ich glaube, so kriegt ihr den besten Einblick, wenn man doch einen Golfer aus dem Alltag nimmt, der diese Schläger testet. Okay, Blitzi, Cobra, start mal. Ja. Hast du gesagt? Noch dazu, der Blitzi spielt zwar von der falschen Seite, aber das ist okay, er ist Linkshänder. Gut, ja, Blitzi, die Cobra, erster Blick, wie schaut es aus für dich? Grundsätzlich so schwarzes Finish auf der Rückseite, eher ein bisschen dunkel gehalten, gefällt mir jetzt im ersten Augenblick so von der Optik her sehr, sehr gut, weil es einfach so ein gewisses bisschen was Mysteriöses hat in einem leicht schwarz gehalten. Dunkel. Was mir schon auffällt, ist eben diese Speed Channel, was Speed Channel. Wir sind da hier jetzt in einem Schlägersegment für den eben mit Handicap. Auch bis Handicap über 30 sind relativ breite Sohlen, die wirklich auf viel Schläger erstens Vertrauen bringen und zweitens Fehler verzeihen. Gut, haben wir mal drauf. Blitzi, schau da mal einen an. Wir haben alle 7er Eisen. Zur Information, der Loft bei dem F6 ist bei 30 Grad. Also man sieht schon, es sind etwas stärkere Lofts. Gut, machen wir mal einen. Gut. Sagen wir mal 145 im Carry. Mhm. Ja. Der Schwung selber war jetzt, also von meinem Gefühl her, ein bisschen shaky. Ich glaube, ich habe ein bisschen eher an der Spitze getroffen. Der Ball war auch nicht ganz gerade, ganz ehrlich gesagt, er war ein bisschen links. Aber nicht so tragisch. Machen wir noch einen. Ja. 144 im Carry, 6400 Spin, wir sehen, das ist für ein 7-Eisen etwas weniger, ist aber auch zurückzuführen auf den Loft natürlich. Ja, die sind etwas strenger vom Loft, etwas stärker. Vom Gefühl her würde ich sagen, fühlt sich gut an. Also die Schläge, ich habe beim ersten gemerkt, dass er eben nicht so sauber getroffen war. Distanzverlust ist, glaube ich, da auch minimal. Also ja, ist auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall gut. Machen wir noch einen drauf. Ja, das Beste kommt zum Schluss. 149 im Carry, Spin ungefähr gleich, 6600. Aber ich glaube, man hat auch jetzt gut gesehen, der erste war der schlechteste. Genau. Und würde aber definitiv nicht weit vom Grün weg sein, von der Richtung her. Ja. Gut, bitte schauen wir uns das nächste an. Nehmen wir das TaylorMade M2. Mhm. M2 im Vergleich, wenn du drauf schaust, was ist für dich anders? Was mir auffällt, ist eben auch vom Design, dass einfach das Gewicht, also auch unten gelagert ist beim TaylorMade. Es sind halt einfach nur so ein bisschen ein paar Features drinnen, die jetzt auch ein bisschen optisch herausstechen. Auch ein dunkles Finish, also nicht so das klassische Eisen mit hellen Finish. Sieht man auch öfter jetzt im Mid-Handicapper-Bereich, sage ich mal. Genau. Sieht man öfter.
Ja, die Speedpocket von TaylorMade fällt mir natürlich auf. Auch dafür da, um eben mehr Ballgeschwindigkeit zu generieren. Vorweg, das ist der Schläger mit dem geringsten Loft. Das sage ich explizit, weil es drastisch ist. 7 Eis mit 28,5 Grad Loft, da gehen wir schon eigentlich vom 6er Eisen Richtung den 5er Eisen. Aber okay, schauen wir mal, wir werden es auch an der Flughöhe sehen und vielleicht am Spin müsste weniger sein. Was mir jetzt beim TaylorMade vielleicht gerade noch auffällt, wenn ich mich über den Schläger stelle oder wenn ich eben so ein bisschen von oben runter schaue, er kommt mir jetzt im Vergleich einmal zum Cobra ein bisschen. Ein bisschen klobiger. Ist immer so ein negatives Wort, das schaut immer mal sehr gut aus, aber einfach ein bisschen massiver. Ja. Massiver ist ein besseres Wort. Ja, massiver klingt gut. Also massiv TaylorMade. Okay, schauen wir uns da drei Schläge an. Gut. 147 im Carry. Auch vom Gefühl her würde ich jetzt tippen, leicht dünn, leicht auf der dünneren Seite. Genau, also er hat sich jetzt nicht gut angehört. Vom Sound her muss ich sagen, sind sie sehr, sehr ähnlich. Also sie klingen beide satt, ein bisschen laut. Ja. Nicht zu laut, ein bisschen laut. Ja, aber ein satter Klang ist ja auch was viele wollen. Genau, also es gibt Vertrauen. Also es war, so wie du gesagt hast, es war ein bisschen dünnerer Treffer, aber trotzdem sehr gut auch im Carry und absolut okay. Super. Vergleichbar. Jupp. Gut. 142er Carry. Gerader Ballflug. Was mir jetzt auffällt, die Richtung ist etwas besser. Genau. Das waren jetzt auch keine zwei perfekten Treffer, aber von der Richtung her konstanter als beim Cobra zuvor. Ich würde sagen, das, was da jetzt am Distance fehlt, würde ich sagen, wo ich den ersten ein bisschen dünner getroffen habe, der jetzt ein bisschen fetter getroffen. Ja, war richtig. Auf jeden Fall deswegen der Distanzverlust. Genau. Aber wie gesagt, gering. Das ist, spricht für den Schläger. Ja. Er ist auf jeden Fall gerade. Also was ich sonst eben eher habe und vor allem auch, du kennst das ja, also meine Ballflüge sind immer ein bisschen flacher jetzt als Standard, hat einfach auch mit meinem Schwung zu tun. Der ist jetzt für 7 Eisen recht hoch in der Luft. Obwohl des geringen Lofts, was mag ich da sagen? Ja, der war gut. Hier wieder guter zum Schluss, 147. Da sind wir ungefähr gleich mit diesem. Wir schauen uns die Werte dann im Vergleich noch genau an. Aber auch hier wieder 147, wie gesagt, im Carry, was auffallend ist, was ich wie erwartet habe. Durch den geringen Loft haben wir auch weniger Spin, also das sind da bei 5.900, 6.000 Spin. Das ist für ein 7er Eisen zu wenig. Ne? Aber wie gesagt, aufgrund des Lofts, wir sind im Bereich des 6er Eisens, 7er Eisens, 6er Eisen, 5er Eisens, da ist es dann klar. Gut, wir haben jetzt noch den Callaway XR Steelhead. Steelhead XR. Bei diesem Schläger, es ist quasi die Weiterentwicklung und eine Wiedereinführung in Kombination. Steelhead hat es schon vor ewigen Jahren gegeben. XR, der erfolgreichste Schläger im letzten Jahr mit dem Cup 360 für mehr Ballspeed und konstanteren Ballspeed bei Off-Center-Hits vereint worden. Blitzi, was ist dein Gefühl, wenn du das Schlägerblatt oder diesen Schlägerkopf anschaust? Grundsätzlich muss ich sagen, da haben wir jetzt vom Gesamtschläger etwas weniger Dunkles drauf. Also er ist jetzt eher das klassische Design. Genau, also Design ist klassisch. Steelhead-Kopf-Form, die sich ja viele Callaway-Spieler auch zurückgewünscht haben vom letzten erfolgreichen Modell. Wenn ich über den Schläger stehe, habe ich zwar das Gefühl, dass die Topline etwas dicker ist, also die Linie oben, aber jetzt im Vergleich zum TaylorMade ist er schlanker. Also im Grunde genommen. Auch die Sohle nämlich ist wie im Vergleich zu den anderen zwei etwas schlanker. Auch hier beim Loft, gleich wie beim Cobra, 30 Grad. Mhm. Natürlich etwas stärker, aber in einem Rahmen, wo man in diesem Schlägersegment sagt, das ist richtig so. Jo, dann schauen wir mal. Probieren wir es mal. Probieren wir es. Sehr gut.
hat etwas fett geklungen. Dann waren wir bei genau. 147, leicht an der fetten Seite. Hat sich jetzt ein bisschen eben auch, also dieses Chunky, dieses ja. etwas schwierigere, schwieriger, also schwerere Treffer im Sinne ja. von schwer meine ich eben etwas fett. Ja. Ballflug war okay und. Spricht für den Cup 360, die Länge ist okay. Und die Distanz für einen fetten Treffer. Ballflug war gerade? Ballflug gerade, ja. Okay. Ja. Der war so. Oh, oh. Satter Sound! 156 im Carry. Das war jetzt ein richtig, richtig also, guter Treffer. Man muss auch dazu sagen, einen guten Treffer hat er bei den anderen zwei auch dabei gehabt. Wir sind jetzt hier in einem deutlichen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, als hätte er ein Sechsereis in der Hand. Der Schläger ist 30 Grad Loft, Cobra 30 Grad Loft, Taylor mit 28,5 Grad Loft und der geht auf einmal 8-9 Meter weiter. Da muss Callaway mit dem Cup 360 Face etwas richtig gemacht haben. Ballflug, also wieder von meinem flachen Ballflug, der sehr gute Treffer vom TaylorMade, wo ich auch schon gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass der richtig hoch gestartet ist für ja. meine Verhältnisse, der war sehr, sehr vergleichbar. Also ja. Sehr gut. Was auch auffallend ist natürlich, was bringt dieses Cup Face? Das ist mehr Ballspeed bei gleicher Schwunggeschwindigkeit. Also die Schwunggeschwindigkeit beim Blitzi war jetzt immer zwischen 76 und 80 in dem Bereich. Ja, und der Ballspeed ist jetzt auf einmal bei 119. Ja, der war vorher bei 113, 114 maximal. Das bringt dann natürlich diese Weite mehr. Schauen wir uns noch einen an. Schäfte sind alle vergleichbar. Schäfte, also wir haben natürlich auch geschaut, dass die Schäfte den Specs ähnlich sind, damit wir gute Vergleichswerte haben. Also da ist alles ähnlich. Ja. Auch kein perfekter Treffer. Ich würde sagen, vielleicht 3 Meter so links, 3 Meter. 151 im Carry. Also man sieht jetzt doch deutlich, dass dieser Schläger im Sinne, in der Average auch, eine gute Performance gibt. Noch zum Vergleich. Kurzes Schlusswort, bevor wir zu die Zahlen gehen. Prinzip. Was gibt ihr jetzt, weil es ist ja im Prinzip ein Test, besonders für euch, getestet vom Blitzi, von einem Mithandicapper, aus eurer Sicht quasi. Man hat gesehen, auch von der Streuung her, gibt es bei diesen Unterschiede. Genau. Also wie aussagekräftig war es jetzt für dich? Grundsätzlich, wenn ich mir es jetzt aussuchen müsste, würde ich sagen, optisch ist es natürlich Geschmackssache. Gell? Also ich würde den Cobra und den Steelhead einfach eher so in Richtung Clean einordnen, wobei dann natürlich auch der Cobra vielleicht ein bisschen mehr mit den Farben, sprich mit dieser schwarzen Farbe spielt. Dafür ist halt der Callaway irgendwo im Bereich klassisches Eisen, das was ich halt ja. einfach eben auch von anderen Marken, vom Design her kenne, mit eben ja. ein bisschen optischen. Callaway und Cobra würde ich eher im Bereich sehen, wo ich das Gefühl habe, dass das Eisen für einen Mithandicapper ist es immer vom Ego her ein bisschen schwierig, so Player Improvement Irons ja. zu spielen. Macht aber definitiv Sinn genau, für die meisten genau. Leute. Ja? Da würde ich jetzt eher sagen, beim Steelhead und beim Cobra habe ich so das Gefühl, da bin ich jetzt in einem Bereich, wo ich quasi dieses Ego auch ein bisschen mehr ja. Streicheln kann. Beim TaylorMade habe ich dann tatsächlich so das Gefühl, dass es schon sehr Player Improvement ist, dass ja. es schon sehr, sehr großes Eisen. Das passt massiv. Schon in Richtung von dem Big Bertha von Callaway. Ja, genau, also diese oversized okay. Eisen. Vom Gefühl her würde ich sagen, sind sie alle drei sehr, sehr fehlerverzeihend. Sie ja. sind auch alle drei, es ist jetzt keiner überlaut oder ja. sie spielen schon mit dem Sound, weil der Sound vermittelt mir einfach ein Gefühl von einem guten Treffer. Ja. Ich ja. spüre es schon ein bisschen, ja. wenn er nicht gerade perfekt getroffen ja, ist, aber klar. im Grunde genommen Ballflug, ich würde sagen, die waren alle so im Bereich, okay. die linken so 3 Meter vielleicht. Schauen wir uns mal die Zahlen an, das ist ganz interessant. Und da fangen wir schon einmal bei dem Cobra F6 an. Wir sehen hier, wenn wir alle drei nebeneinander auflisten, der F6 hat eine Ballgeschwindigkeit im Schnitt von 112 gehabt, der M2 111 und der XR Steelhead 115.
dass auch eben Erklärung, die Distance, was wir hier sehen, im Durchschnitt F6 war 146, der M2 komischerweise mit dem wenigsten Loft, der kürzeste Schläger mit 145 und der XR Steelhead 151 im Schnitt Carry. Da sehen wir dann schon fast bei einem Eisen Unterschied, wobei wir auch sehen, dass der Spin beim XR am höchsten ist und beim M2 aufgrund vom Loft am geringsten. Das heißt, wir sehen hier eindeutig, was dieses Cup 360 Face bei Callaway bewirkt und dass es auch wirklich unglaublich gut funktioniert. Ja. Also, ich glaube, der Eindruck von Blitzy war, mit dem Callaway hat er sich, glaube ich, am wohlsten gefühlt. Man hat auch gesehen, die Richtung war, glaube ich, am besten mit dem TaylorMade und dem Callaway. Die Richtung war jetzt betrachtet auch bei, er hat bei beiden, bei allen dreien auch schlechte Treffer dabei gehabt und die meisten Abweichungen waren wirklich beim Cobra dabei, wenn man das ganz objektiv beurteilt. Glaube ich, dass der Steelhead XR den Test gewinnt, glaube ich, oder? Bei mir mal, glaube ich auf jeden Fall, ja. Ja? Okay, Leute, wenn ihr Lust auf mehr solche Tests habt, weil es ja doch immer gut ist, wenn ein sag ich mal, ambitionierter, also Golfer aus dem Alltag solche Tests macht, der nicht jeden Ball gleich gut trifft, was glaube ich sehr aussagekräftig ist, weil ja die Firmen auch immer sagen, Fehlerverzeihbarkeit und so weiter. Ich glaube, das ist eine gute Variante. Bitte lasst mich wissen in den Kommentaren gleich unten dran. Gefällt euch das? Wollt ihr mehr davon? Der Blitzy wird auf jeden Fall dafür bereitstehen. Wenn ihr Schlägerwünsche habt, die der Blitzy testen soll, bitte gleich drunten kommentieren. Schaut auf den Kanal rein. Abonnieren ist gratis für weitere Videos. Und bis demnächst zum nächsten Video. Und viel Spaß beim Trainieren und beim Schlägershoppen vielleicht.